Folge 17 von Star Trek Nova bei den Spielkindern. Mit mir wieder Erik und Basti im Kommunikationskanal. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Beziehungsweise, ihr seid ja gar nicht Erik und Basti, ich habe gelogen. Ihr seid nämlich in Wirklichkeit ganz andere Menschen, nämlich Talan und Reddy Blue. Und ich bin Lieutenant Sterling. Wir machen jetzt die Task Force Hippokrates. Klingt ja schon mal sehr interessant. Ich klicke mal drauf. Den klicken wir auch mal. Im Xarantine 1, am Xarantine 1 Planeten. Der Fehlschlag. USS Boys sagt: An alle Föderationsschiffe in Reichweite, dies ist die USS Boys. Wir werden von Gorn-Kampfschiffen beschossen und wir brauchen Hilfe von allen in Reichweite befindlichen Schiffen. Ich wiederhole. Okay, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Die Gorn. Mal wieder die Gorn. Explodiert hier schon wieder der Nebel irgendwie? Muss man da aufpassen? Nein. Okay, gut. Das war das letzte Mal sehr störend. Da hätte der Weltraum ruhig mal aufhören können, so. Aber dieser Ort sieht auch nicht gerade einladend aus. Ja, deswegen habe ich gefragt, weil das schon alles sehr gräulich und zerstört ist. Was ist das hier überhaupt? Xarantine 1? Weiß das jemand? Hat jemand in Geografie aufgepasst während der Vorlesung? Ich nicht. Also kennt man nicht, oder? Nicht wirklich, nee. Nein. Ich wollte jetzt nicht irgendwie hier als Einzige dumm dastehen und nicht wissen, was das ist. Und es ist eigentlich voll der bekannte Sternflotten-Außenposten. Das sieht immer so doof aus, wenn ich das nicht weiß. Aber wenn ihr das auch nicht wisst, ist ja alles okay. Warum sind eigentlich die Gorn so aggressiv gerade? Das ist ja furchtbar mit denen. Wir haben denen doch gar nichts getan. Da wüsste ich gerne, was da dahinter steckt, meine lieben Freunde. Das wüsste ich gern. Och, Mann, der Kreuzer, der geht ja gar nicht down. Vorne schon keine Schilde mehr. Wir haben jetzt schon die Schilde abgesaugt. Jetzt müsste man eigentlich... Müsste man mal ein Torpedo übrig haben. Ja. Ich habe leider keine. Beziehungsweise ich bin blöd positioniert. Aber... Jetzt haben wir ihn. Ach, wunderbar. Teamwork, so mag ich das. Gegenstände nehmen. Ich habe eine neue Antriebsbatterie gefunden. Wunderbar. Ja, schön. USS Boys rufen. Danke für Unterstützung. Wir haben die Lieferung unterbrochen. Notstrom Aggregat auf. Aber jetzt brauchen wir Hilfe, um es aktivieren. Okay. Notstromaggregate aktivieren. Hauptenergiekopplung steuerbar zerstört. Nehmen wir die Energie im Mitter. Wir sollten kein Problem haben, nahe genug an die Mitter zu kommen, um sie auf Übertragung zu stellen. Na gut. Dann mal ran. Ich denke, ich kann da behilflich sein. Aua. Ich werde mich mal... Ich leuchte. Warum leuchtest du denn? Oh, meine Sensoren wurden komplett blockiert. Deswegen leuchte ich. Flieg mal als Wissenschaftler, absolut korrekt, fliege ich jetzt mal den Angreifern entgegen. Und kümmere mich mal um die. Denke, ich kann sie ganz alleine abhalten. Nein, das kann ich nicht. Mist. Hätte ich wissen können. Vor allem, warum schieße ich denn auf das hinterste Schiff? Oh Gott! Flores! Was tun sie? Davor sind noch drei andere Schiffe und wir schießen auf das hinterste. Bin hier wieder schiefgelaufen. Mein taktischer Offizier meldet mir gerade, dass... Oh, lol, mir wird Energie abgesogen. Alter. Aceton-Assimilatoren. Ja, könnte den mal jemand deaktivieren, bitte? Das wäre so super geil. Klingt irgendwie mein Antrieb, gefährlich. Mein Antrieb fällt gleich aus. Alter, ich krieg es nicht kaputt. Okay, erstes Schiff ist hin. Oh, ich hab nicht mehr viele Schilde. Oh, das ist nicht gut. Ah, ja. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, meine Torpedos funktionieren auch gerade nicht. Okay, ich habe so einen Assimilator zerstört. Da ist noch eine. Oh, da sind noch mehrere. Aua. Die sind hier überall. Meine Phaserbänke sind auch irgendwie deaktiviert. Ah, oh, Mist. Ich habe nur noch hinten Schilde, ich muss abhauen.
kann sie zwar ein bisschen umverteilen, aber... Oh shit, aber... ich gehe drauf. Nein! Nicht! Ich weiß, es ist nur eine Simulation und es wäre nicht schlimm, wenn du drauf gehst. Wo ist das jetzt? Links habe ich noch Schilde. Ich habe noch 18% Schildintegrität. Das läuft nicht so gut, wie es laufen könnte. Meine lieben Freunde. Wie viele Assimilatoren sind denn da noch? Woher kommen die eigentlich? Die kommen von weiß das Unterstützungsschiff hier. Den hauen wir das doch am besten kaputt. Aber die Energieniveaus von meinem Schiff sind extrem niedrig. So, ich kann ja Gott sei Dank meine Schilde immer mal wieder pushen, indem ich Energie umleite. Aber das... Das Unterstützungsschiff ist weg. ...ist natürlich auch nicht die Dauerlösung. Ja, da ist gleich der Assimilator, ist gleich tot. Oh Mann, die müssen danach ins Raumdock, die drei Schiffe, meine Lieben. Uff! Da ist noch einer. Ja. Aber da auch kommt noch was. Ja, schön. Wow, das war echt knapp, möchte ich sagen. Aber gemeinsam könnten wir das alles schaffen. Ist das nicht toll? So, volle Impulskraft. Muss noch die Beta-Tachyon-Partikel einsammeln da vorne. Ist jetzt gerade ganz wichtig. Hat mich die Sternflotte nämlich beauftragt, alle mitzunehmen, die ich finden kann. Und wenn ihr von dem Befehl nichts wisst, dann selber schuld. So. Hab sie. Sehr gut. Ich würde jetzt mal einen kurzen Moment warten, bevor ich die nächsten Gegner angreife. Bis ich wieder mehr als 50% Schildintegrität habe. Bis mein Chefingenieur da ein bisschen rumgewuselt ist und. Ja, sag das die Gegner, die ich angreife. Ich fürchte, die Gorn sind. Die wollen ja was dagegen. Da ist kein Unterstützungsschiff, wie ich gerade sehe. Also keiner, der diese Assimilatoren da umsetzt, aussetzt. Okay. Die waren ja extrem. Ne? Oh, Alter. Die waren sehr. Feuer konzentriert auf den da vorne, der ist hin. Nehmen wir gleich das große Schlachtschiff als nächstes. Saugt dem nochmal ein bisschen die Schilde ab. Weg sind sie. Ah, da kommt der schwere Plasma-Torpedo. Feuer. Und, naja, noch nicht ganz Schuss, aber es ist, wir sind auf einem guten Weg. Höhlenintegrität bei 50%. Lieutenant Sterling, die fliegen gerade durch Warp-Plasma. Warum mache ich das? Ist das, kann mir das mal irgendjemand erklären? Ah, meine Schilde sind eigentlich noch... Oh, ich bin schwer beschädigt und muss mich zurückziehen für 10 Sekunden. Genau. Ich kann den Collector aber auch noch aktivieren. Mit Boom. Kann ich nicht. Schade. Ja, mit. Ich habe so getan, als wäre das Schiff explodiert. Ich habe sehr viel Warp-Plasma ausstoßen lassen. Und dann... konnte ich mich zurückziehen. Interessante Taktik. Ja, ich denke, das musst du mir mal beibringen. Sollte man häufiger machen. Witzigerweise ist jetzt nämlich, hatte ich nämlich dadurch Zeit, mich komplett wieder zu reparieren. Das Schiff ist völlig unbeschädigt. Keine Verletzten, es ist unglaublich. Ganz tolle Technik. Die Boys ruft uns übrigens. Konstante Energieniveaus, Lieutenant Commander, von ihr aus schaffen wir es. Danke für die Hilfe. Hoffentlich können wir die medizinischen Güter noch ohne größere Verspätung ausliefern. Ach, wir sind einfach so gut. Ja. Eingehende Nachricht von der Sternflotte, Sir. Ein medizinisches Schiff der Vulkanier, die Tepau, bittet um Hilfe. Wir sind am nächsten dran. Ich habe einen Kurs auf die Koordinaten der Tepau gesetzt. Na dann, warpen wir doch da mal hin, Leute. Hier folgt ja ein medizinischer Notfall dem nächsten. Das ist ja unglaublich. Wie viele Schiffe mit medizinischen Gütern sind denn hier unterwegs? Wir rufen die Tepau. Ich bin Sala, Captain. Des medizinischen Schiffs der Vulkanier Tepau. Es gibt einen Ausbruch des Tarkanian-Syndroms auf dem Planeten. Die Medikamente, die wir transportieren, müssen sofort ausgeliefert werden. Bitte begleiten Sie uns zum Planeten und beschützen uns vor feindlichen Schiffen. Jawohl. Das machen wir doch gern. Wen hast du denn da entdeckt? Oh Mann. Feinde. Wer greift denn diesmal an? Schon wieder die Goron? Was haben denn die Gorn ständig für Probleme, meine Güte? Würde ich mal so behaupten. Ja, es sind Gorn-Schiffe. Gehen wir auf den Kreuzer, oder?
Ja, würde ich vorschlagen. Ich hätte jetzt auch gesagt, Kreuzer. Der ist halt am stärksten. Dann sind die Fregatten einfacher. Ah, den Kreuzer kriegen wir doch konzentriertes Lass Feuer mal, relativ ist unterwegs. Und getroffen. Schön. Jetzt auf die Fregatten. Können uns jetzt nichts mehr entgegensetzen. Drei so hervorragende Anfängerschiffe der Sternenflotte. So. Noch einen normalen Torpedo und... Boah, der war gar nicht so schlecht. Das scheint es gewesen zu sein fürs Erste. Wow! Ist ja hinter mir noch explodiert. So, Totau. Exkarantinsystem ist kein Ort von besonderer strategischer Bedeutung. Aha, jetzt wissen wir das auch. Diese Angriffe der Gorn müssen einen anderen Grund haben. Die Frage ist nur, welchen? Das gilt es herauszufinden. Die Frage ist nur, wie finden wir es heraus? Aber erstmal müssen wir die Tepau weiter eskortieren. Das Kommen ist die nächsten. Wichtig. Ja. Das Schlachtschiff? Würde ich vorschlagen, das ist die größte Bedrohung. Genau, Bedrohungsanalyse sagt mir, wir sollten sie ausschalten. Und so erfolgreich wie das momentan läuft, dauert das auch nur noch 10 Jahre, bis wir sie ausgeschaltet haben. Ah, Mann! Ja, Lieutenant Sterling, du bist schon wieder durchs Warp-Plasma geflogen. Ja, das ist Standardprozedere der Sternenflotte. Mann, mein Antrieb ist leider deaktiviert, ich kann euch nicht groß unterstützen. Mehrere tausend Grad heißes Plasma ist Standardprozedur. Ja, das merke ich mir. Aber ich kann das Problem einfach lösen, indem ich meinen eigenen Tod vortäusche. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Und dann kann ich nämlich direkt wieder einsteigen. Mein Schiff ist irgendwie unsichtbar. Ach nee, ich habe so weit rausgezoomt, das habe ich aber nicht absichtlich gemacht. Also entweder ich habe sehr weit rausgezoomt oder das Schiff ist unsichtbar. Ich weiß nicht, was realistischer ist. Gut, ihr seid aber auch so klargekommen, ne, mit den Gorn. Jo. Ja, gerade noch. Ich hab sie ja abgelenkt durch mein fingiertes Dahinscheiden. Da kommen auch schon die nächsten. Oh nee, Klingon. Oh, ach, die auch noch? Wieso denn auch noch Klingon? Bird of Praise Klingone, ja, würde ich mir so behaupten. Aber warum? Was die Gorn und die Klingonen jetzt hier? Also ich meine, die Klingonen lassen ja sonst die Gorn immer ihre Drecksarbeit erledigen. Jetzt kommt ja, ich wundere mich gerade, warum mein Schiff nicht fliegt und da drücke ich die ganze Zeit E. Ja gut, okay, das erste ist hin. Ich lege mich mal mit dem Kriegsschiff an. Das ist vielleicht nicht die Idee, aber es ist die einzige, die ich momentan habe. Oh, die anderen sind getarnt. Wo sind sie? Dann ist das Kriegsschiff wahrscheinlich wirklich gar nicht so eine schlechte Idee. Tarnt sich nämlich gerade nicht. Ah, noch ein paar Sachen aufnehmen. Gleichzeitig die hier im All rumschweben. Die müssen ja nicht verloren gehen. Schilde sind Backbord und vorne und hinten. Ach, die sind eigentlich überall down bei dem Kreuzer. Beim Kriegsschiff. Einfach drauf feuern. Fire at will, meine Freunde. Gut, erledigt. Die Pau ruft uns. Lieutenant Commander, auf der Planetenoberfläche wird geschossen. Mein Schiff befindet sich auf einer friedlichen Mission. Wir sind nicht ausgerüstet, um auf bewaffneten Widerstand zu reagieren. Können Sie das Gebiet sichern, damit unsere Heiler sicher auf die Planetenoberfläche gelangen? Dazu sind wir in der Lage, würde ich jetzt einfach mal sagen. Talan, Ready Blue, alle fertig. Akzeptieren. Und dann kann es runtergehen. Tevrel, Zava? Noch nicht Zava. Zava ist immer so verrückt. Ja, ich lasse diesmal meine Offiziere auf dem Schiff. Dann ich alleine runter. Koles, genau. Obwohl mein erster Offizier dagegen protestiert hat, aber da habe ich natürlich nicht drauf gehört. Lass ihn reden, die Alten. Er ist immer die ersten Offiziere. Ich erfasse mehrere Gorn und Klingonen zwischen hier und der medizinischen Einrichtung. Wir müssen sie besiegen, bevor das medizinische Team der Vulkane transportieren kann. Ja, Floris, komm. Gut, wir machen das jetzt. Hallo. Floris ausreden lassen oder versuchen sie ausreden zu lassen, ist so ein bisschen wie bei Niagara-Fällen zu warten, bis sie zu Ende runtergeflossen sind. Also
Es ist so ein bisschen schwierig mit ihr. Klingonen. Weg. Schön. Sternflotte, Gott sei Dank, wir werden überrannt. Klingonen und Gorn durchwühlen alles. Ja, wir kümmern uns ja schon. Warum greifen die Klingonen an? Soweit ich weiß, suchen sie nach medizinischen Hilfsgütern. Dieses ist ein Forschungskrankenhaus, besitzt die beste Technologie, die Xarantinen zu bieten haben. Naja, das kann nicht so viel sein. Ich weiß es nicht. Was wollen die Klingonen denn damit? Aber die Gorn haben alle Computer und Medikits durchsucht. Sie suchen definitiv nach etwas Bestimmtem. Eine gemeinsame Operation. Bleiben Sie hier, verhalten Sie sich ruhig, wir kümmern uns um die Klingonen. Stimmt doch, oder? Wir kümmern uns. Ja. Oh, optional, durchsuchen Sie das Krankenhaus nach Informationen. Machen wir das? Machen wir. Krankenhausdienste. Dieses Forschungskrankenhaus versorgt alle medizinischen Bedürfnisse der Quarantänekolonie. Notdienste, normale. Das ging zu schnell. Forschung über genetische Resequenzierung? Aber das ist in der Föderation verboten. Dum, dum, dum. Xarantine ist keine Kolonialwelt der Föderation, dies könnte es sein, wonach die Klingonen und Gorn suchen. Also geheime Genexperimente. Das gefällt mir hier gar nicht. Nee, mir ist das auch etwas suspekt, was hier vorgeht. Schauen wir uns mal weiter um, Leute. Vielleicht finden wir noch mehr. Müssen wir auf jeden Fall dem Oberkommando mitteilen, wenn wir wissen, was hier los ist. Hier ist nichts mehr, vielleicht am Ende des Ganges. Gut. Der watschelt ja langsam, meine Güte. Weg ist er. Okay, also sie haben schon auf uns gewartet. Das soll ihnen aber nicht helfen. Auf Wiedersehen, meine klingonischen Freunde. Ach, da sind noch mehr. So, ja, hinter dem Schild haben wir ja wunderbar Deckung. Die Granate ging auch völlig daneben von ihnen. Top. Ah! Nicht mit Granaten wieder, meine Güte. Loris wieder Granaten. Ja. Ja. Es ist die wandelnde Gefahr. Hier sind überall Patienten, denen können wir jetzt aber nicht helfen. Er hat genug von diesen Spielchen. Da kann ich ja nichts für, dass er davon genug hat. Oh, der ist aber ganz schön gut dabei, der Freund. Viel, viel Lebens... Au! Oh! Er hat mir gerade einen Stein ins Gesicht geworfen. Auf ihn! Du ein Mistkerl. Schnell, bevor er wieder einen Stein anhebt. Schon wieder dazu angesetzt. Könnte sich jemand um den Mörser da hinten kümmern, bitte? Danke. Jawohl. Gekümmert. Hier ist ein Leck, oder was ist das? Trioniumgas scannen. Achso, naja, das scanne ich mal schnell. Und dann kann der Captain Sala runterbeamen und die Leute hier versorgen. Aber wo ist er denn? Ach, guck mal, hier kommen schon die ersten Vulkaner und helfen hier mit. Sprechen Sie mit dem Patienten, okay. Vulkanischer Doktor. Leben Sie lang und in Frieden. Was ist denn dieses takanianische Syndrom eigentlich, um das es hier geht? Ein seltener Virus, der die Blutzellen einiger Humanoiden angreift. Die Krankheit wurde zum ersten Mal vor 47,6 Jahren auf Takan 3 diagnostiziert. Daher also der Name. Die Opfer des takanianischen Syndroms hören allmählich auf, rote Blutzellen zu produzieren. Wenn sie nicht behandelt werden, endet die Krankheit immer tödlich. Wieso kennen sich denn die Vulkanier damit aus? Die haben überhaupt keine roten Blutzellen. Mhm. Frage. Wie behandelt man das denn? Wir werden in den nächsten 3 Wochen eine Reihe von Injektionen an den Patienten durchführen. Die Behandlung wird unangenehm, aber mit etwas Zeit liegt die Erholungsrate bei 100%. Na, das ist schön. Wer hat die Behandlung entwickelt? Ein Team bei der Sternflotte hat das Fabrini-Heilmittel für Xenopolycythemie, das von Botschafter Spock und Admiral Leonard McCoy im Jahr 2268 entdeckt wurde, als Grundlage für eine Behandlung verwendet. Erinnert sich noch jemand an die offiziellen Sternflottenaufzeichnungen zu diesem Fall? Ich nehme mich nicht. Medizin war noch nie meine Stärke. Ja, meine auch nicht unbedingt.
Diese Einrichtung hat zwar einiges abbekommen, sagt Captain Salah, aber ich denke, dass meine Mannschaft diesen Flügel in 52,3 Minuten wieder funktionsfähig machen kann. Ihre entschlossenen Taten haben das Leben vieler Patienten gerettet, Lieutenant Commander. Auch wenn das Krankenhaus gerettet ist, mache ich mir Sorgen über das, was die Gorn gestohlen haben könnten. Ich kenne die genauen Absichten der Angriffe nicht. Wenn die Gorn Hinweise hinterlassen haben, wird meine Crew sie bei den Reparaturen des Krankenhauses finden. Fragen Sie ruhig nach weiteren Informationen. Danke, Captain. Sehr geholfen. Das Gebiet ist gesichert, das medizinische Team der T'Pau beamt jetzt runter. Flores, das machen wir jetzt schon seit 5 Minuten hier. Ich rede schon seit 5 Minuten mit dem Captain. Wie? Die kriegt wieder nichts mit? Unglaublich. Ich habe jetzt noch nicht mit einem Patienten geredet. Sollen wir das noch machen? Weiß ich nicht. Ich rede mal noch mit einem Patienten. Aber mit welchem? Gibt es denn irgendeinen Patienten, der mit mir reden möchte? Patient? Patient? Ah, hier liegt noch was. Kann man noch mitnehmen. Duraniumerz. Warum haben die denn im Krankenhaus Duraniumerz? Was ist das für ein Krankenhaus? Okay. Da, wo Talan, wir stehen. Du hüpfst da so schön auf dem Bett. Was? Warum? Ja. Das, hat dir das deine Mama immer verboten früher und jetzt musst du das? Sprechen das Sie mit einem Patienten. Ach, guck mal. Warum sind Sie denn hier? Takianische Syndrom, bla, wissen wir alles. So rede ich übrigens gerade mit dem Patienten, ne? Bla, 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 ja, komm. Warum befinden Sie sich hinter einem Kraftfeld? Sind Sie ansteckend? Nein, die Gorn und die Klingonen haben diese Kraftfelder bei ihrer Ankunft errichtet. Sie wollten nicht, dass wir entkommen. Die meisten hier können kaum stehen. Wir gehen nirgendwo hin. Was wollten die Gorn von Ihnen? Er hat nach medizinischen Hilfsgütern und Tests gefragt. Das Resequenzier-Virus, die Zellenwachstumskammern, alles. Ich weiß nichts über diese Dinge. Ich bin hier aber auch nur Patient. Resequenzierung und Klonen? Scheinbar haben sie Materialien für genetische Augmentation gestohlen. Die Klingonen hatten nie viel Glück mit Augmentation. Das Augmentationsvirus war für sie im 22. und 23. Jahrhundert ein Debakel. Warum sollten sie es erneut versuchen? Die Klingonen öffnen keine verschlossenen Wunden, wenn diese schon zuvor ein Desaster waren. Weil es nicht für die Klingonen ist, es ist für die Gorn. Dum, dum, dum. Okay, lasst uns hochbeamen, Leute. Wir haben alles gesehen. Ja. Bitte hochbeamen. Okay, also die Klingonen helfen den Gorn dabei, sich genetisch weiterzuentwickeln. Oder was wollen sie uns damit jetzt sagen? Aber wofür? Und warum? Hätte wahrscheinlich die Intelligenz der Gorn zu steigern, das wäre verdammt nötig. Da hast du recht. Admiral Quinn ruft an. Gute Arbeit, Lieutenant Commander. Ich freue mich darauf, Ihren Bericht zu lesen. Es ist auf den ersten Blick erkennbar, dass die Klingonen etwas mit den genetischen Modifikationen zu tun haben. Und da sie nicht über die Ausrüstung verfügen, haben sie unsere gestohlen. Das verheißt nichts Gutes und ich glaube, es wird noch schlimmer kommen. Gut, dann nehmen wir mal die Belohnung mit. Level 10 erreicht übrigens. Das ist sehr schön. Wenn ich jetzt die Beförderung hier direkt annehme, was passiert denn dann, ihr beiden? Ich habe das Prozedere nicht mehr im Kopf, was wir in der Akademie gelernt haben. Dann müssen wir uns anscheinend am Raumdock der Erde nochmal melden. Dann sollten wir das machen, weil ich keine andere Mission momentan bekomme. Ich weiß ja nicht. Ich nehme sie jetzt einfach mal an. Glückwunsch, Sterling. Sie haben sich als unverzichtbar für die Sternflotte erwiesen und den Respekt ihrer Mitoffiziere erworben. Könnt ihr das bestätigen? Das weiß ja, definitiv. Ich jetzt. Ja, das können wir definitiv bestätigen. Ja, ja, ihr wollt mich doch nur nicht beleidigen. Ich kenne das doch. Kehren Sie zum Raumdock der Erde zurück, um formelle Anerkennung für Ihre Beiträge zur Föderation zu erhalten. Akzeptieren. Machen wir. Dann müssen wir da jetzt wohl zurückfliegen. Aber ich würde sagen, diesen Flug zum Raumdock, den werden wir uns erst in der nächsten Folge anschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Bis dann.